und herzlich willkommen bei einem neuen Tutorial von FSim Tutorials, in dem ich euch gerne zeigen möchte, wie man mit der 737, in dem Fall 800, aber es gilt für alle 737 New Generation, einen richtigen Go-Around durchführt. Ja, erstmal, was ist ein Go-Around? Als Go-Around wird das Durchstarten eines Flugzeugs bezeichnet, was aus verschiedenen Gründen passieren kann. Zum einen hat man natürlich Flugzeuge noch auf der Bahn stehen und deswegen die Bahn blockiert ist und man selbst nicht landen kann. Zum anderen gibt es aber auch die Möglichkeit, wie das hier in dem Tutorial der Fall sein wird, dass die Sicht so schlecht ist, dass wir unsere Minimumgrenze erreichen. Für jede Bahn gibt es ein sogenanntes Minimum, an dem man sich entscheiden muss, ob man landet oder nicht. Und das erreichen wir, obwohl wir die Bahn noch gar nicht sehen. Das bedeutet ganz klar, man muss durchstarten und muss entweder eine Platzrunde drehen oder ins Holding gehen und später nochmal versuchen, wenn die Sicht vielleicht ein bisschen besser ist, oder man weicht einfach aus, wenn abzusehen ist, dass das Wetter sich gar nicht ändern wird. Ja, wir haben des Weiteren noch im QRH von der 737 zu finden, im Hauptflusi-Verzeichnis PNG 737 und dann Flight Manuals, das QRH, das Quick Reference Handbook, wo wir relativ weit am Ende von dem PDF-Dokument eine Chart finden, wie wir sie hier gerade sehen, aufgeteilt in verschiedene Punkte: Initiation, Above 400 Feet Radio Altimeter, RA ist das, dann die Acceleration Height und das Afterplan Flaps, was am Ende kommt. Und wir gehen alle Punkte nochmal jetzt im Voraus durch, damit ihr auch versteht, was eigentlich passiert, wenn ich das im Video mache. Ganz am Anfang entscheiden wir uns natürlich, dass wir den Go-Around machen. Das heißt, wir unterschreiten die Minimumgrenze und entscheiden uns durchzustarten. Das heißt, wir drücken den TOGA-Knopf, den Take-Off-Go-Around-Knopf, den wir auch beim Start drücken, das ist dieser imaginäre Knopf vom Kursselektor, und setzen die Flaps auf 15. Wenn man ein Engine Fail hat auf einer Seite und somit nur eine Engine zum Fliegen hat, würde man Flaps 1 setzen, deswegen dahinter Flaps 1, 1 Engine. Darunter steht Verify Go Around Attitude und wir kontrollieren, ob das Flugzeug unseren Toga-Knopf Push angenommen hat und gucken, ob wirklich der Go Around eingeleitet wird vom Flugzeug. Das heißt, es wird mehr Schub geben und es wird hochgezogen. Dann müssen wir, und im dritten Punkt, Verify or Adjust Thrust as Needed, müssen wir gucken, ob das Flugzeug von selbst die richtige Schubkraft gibt, so wie sie angemessen ist, und müssen sie gegebenenfalls manuell nachstellen. Und dann Positive Rate of Climb, Gear Up. Das ist klar, wie beim Takeoff auch, werden wir das Fahrwerk hochfahren, sobald wir eine positive Steigrate haben. Dann als nächstes haben wir den Punkt Above 400 Feet RA, Radio Altimeter, Verify LNAV or Select Roll Mode. Das heißt, wir drücken einfach LNAV, damit das Flugzeug den voreingestellten Missed Approach abfliegt. Das heißt, in Frankfurt ist das erst eine kleine Linkskurve und dann eine starke Linkskurve Richtung Charlie, aber das seht ihr gleich. Dann Verify Missed Approach Altitude Set. Das heißt, wir gucken, ist die Höhe im MCP eingedreht, die wir auch auf der Chart abgelesen haben. Das heißt, in Frankfurt 5000 Fuß. Das könnt ihr aber auf der jeweiligen ILS-Chart erkennen. Und dann Verify Route Tracking. Das heißt, dass die 737 auch wirklich die Route abfliegt und nicht einfach mal einen krassen Rechtsturn dreht, obwohl wir eigentlich geradeaus ein bisschen nach links fliegen müssten. Aber das muss man einfach kontrollieren. Als nächstes haben wir den Punkt oben rechts Acceleration Height und darunter haben wir dann Retract Flaps on Schedule. Das ist klar, wir fahren natürlich die Flaps wie auch beim Start so ein, wie es bei uns im PFD links beim Speedband angezeigt wird. Ja, und dann haben wir noch Afterplanned Flap Set and at or above Flap Maneuvering Speed. Select Level Change or VNAV. Das heißt, wir drücken, was wir aber schon bei 400 Fuß machen können, VNAV oder Level Change, damit das Flugzeug auch den vertikalen Pfad wieder aufnimmt und auch den richtigen Steigflug einleitet und dem auch folgt. Dann haben wir drunter Verify Climb Thrust, Continuous Thrust, One Engine. Das ist klar, One Engine haben wir nicht, wir fliegen mit beiden Engines, aber Verify Climb Thrust. Stimmt es auch, dass die 737 den richtigen Schub gibt, damit wir auch mit der bestmöglichen Steigrate steigen können? Das müssen wir mal kontrollieren und gucken. Darunter haben wir Verify Altitude Capture. Das ist klar, wir müssen gucken, ob die 5000 Fuß erreicht werden und dass er auch da auslevelt. Und danach Do the After Takeoff Checklist. Die machen wir dann auch jetzt gleich im Video. So erstmal, oder so viel erstmal zur Theorie. Jetzt gehen wir in das Tutorial oder in den Flugsimulator selbst. Wir sind jetzt hier im Anflug auf Frankfurt und auf 4000 Fuß.
kontrollieren jetzt im FMC erstmal auf der Approach Reference Seite unsere Speeds, da reiten die gleich ein. Gucken, Frequenzen sind eingestellt 111,15 auf beiden Seiten und 248 Grad der Kurs, das ist drin. Ich drehe schon mal den Linksturn hier auf LED-Key, unserem FAF. Mal links auf 320 Grad. Und wir setzen die Flaps auf Stufe 1. So, die Flaps sind gesetzt. Das orange Licht geht jetzt gleich aus. Genau, jetzt leuchtet das grüne, das heißt die Flaps sind vollständig draußen auf 1. Und wir reduzieren, um 170 Knoten auf dem FAF LED Key zu haben, jetzt schon mal. Dann geht zwar unsere Sinkrate ein bisschen in den Keller, aber das ist nicht weiter schlimm. Ihr seht es auf dem Upper ICAS TAI, Wing Anti-Ice habe ich angemacht, bei dem Nebel ist das sicherlich von Vorteil, damit sich kein Wasser an den Tragflächen absetzt, was dann bei den kalten Temperaturen gefriert. So, zwei Flapstufen weiter, Flaps 5. Da wird man mit dem Speed und mit der Höhe ein bisschen runterkommen. Der Speed geht auch schon runter. Das ist ganz gut. Und mit dem Speed jetzt auch die Altitude. Wir sehen, der Gleitpfad kommt von oben schon ein bisschen. Dadurch, dass wir aber im relativ großen Winkel intercepten, ist das nicht so schlimm. Aber wir drehen jetzt trotzdem schon mal nach links. Heading 248 ist die Bahn. Und wir drücken einfach schon mal Approach. Dann kann er den Localizer selber capturen. Jetzt ist Heading schlussendlich auf 248. Und wir haben den Localizer ein bisschen überschossen. Das ist aber kein Problem. Sieht nach einem Dot aus, den wir überschossen haben, das kriegt der locker wieder hin. Wir können jetzt nochmal, um das im ND alles schön visuell darzustellen, LED-Key als ersten Punkt setzen. Dann haben wir keine krummen Linien da drin. Und das sieht doch ganz gut aus. Wir sind einen Punkt zu weit rechts vom Localizer, das ist okay. Und machen jetzt die Landing Lights alle an, also fahren sie auch aus. Die Retractable Landing Lights werden erstmal drin gelassen oder ausgeschaltet gelassen, bis man kurz vor der Landung ist. So, wir sind auf 4000 Fuß. Der Glide Slope kommt von oben. 170 Knoten. Eigentlich perfekt. Die Autobrake ist auf 2 gesetzt. Für den Fall, dass wir landen würden, was wir nicht tun, würden wir, um relativ schnell nach rechts zu vacaten, für die Abilene Gates etwas stärker abbremsen. So, und wir haben den Gleitpfad eingefangen und fangen jetzt an zu sinken. Wir schalten den zweiten Autopiloten dazu für eine K3-Landung, die wir auch nicht machen werden, aber das hat ja einfach den Vorteil, dass die Maschine uns den Autopiloten beim Go-Around nicht rausschmeißt. Wenn wir jetzt nur mit einem aktivierten Autopiloten fliegen würden und wir den Toga-Knopf unter dem Kurs-Selektor drücken, dann würde die Maschine uns den Autopiloten rausschmeißen und wir müssten von Hand fliegen. Geht auch, aber ist halt gemütlicher, wenn man das alles machen lässt. So, wir haben eine 1000er Sinkrate und die Flaps sind auf 5 gesetzt. Und obwohl der Schub auf Idle ist, sind wir noch so schnell oder werden wir sogar noch schneller. 186, 187 Knoten. Aber es ist gleich machbar. Wir machen dann pünktlich bei 2500 Fuß das Geardown und haben jetzt schon mal gerade die Speedbrakes geahmt. 2500 und machen Geardown. Lufthansa macht das so, je nachdem wie stark abgebremst werden muss, machen die das Gear bei zwischen 2000 und 2500 raus. Dadurch, dass wir wirklich stark abbremsen müssen hier in der Luft, machen wir es jetzt sofort bei 2500 schon mal raus.
2000 RA, also Radio Altimeter. 131 ist unser Reference Speed und dann schlagen wir 5 Knoten Wind Correction drauf, falls wir Böen haben, und haben 136 im MCP und stellen auch gleich 5000 in der Altitude ein. Das ist unsere Go-Around-Höhe. So, Flaps auf 10. Jetzt lässt es eigentlich ganz gut abbremsen. 170 Knoten. 169, das ist ganz gut. Machen wir gleich Flaps 20. Über dem Grund. Bei 1000 Fuß müssen wir komplett clean sein, das heißt, der Approach Speed muss stimmen, Flaps full, Landing Gear down. Und jetzt machen wir mal Flaps full. Perfekt. Flaps full, green light, Approach Speed ist da, perfekt. Landing Checklist. Engine Start Switches continues. Speed Brake armed, Landing Gear down und Flaps full, green light. Also Flaps 40 in dem Fall. So, 1000 haben wir gecheckt. Unten seht ihr unser Minimum, 570 für die ILS, Magnitude 5 Left in Frankfurt. Das heißt, wenn wir unter 570 Fuß kommen sollten, das ist aber die barometrische Höhe, nicht die radioaltimierte Höhe, und wir die Bahn noch nicht sehen oder die Approach Lights noch nicht sichtbar sind, würden wir den Go-Around initiieren. Ihr seht im Upper ICAS auf der rechten Seite schon, dass da oben über den Triebwerksinstrumenten G/A steht für Go-Around. Es wird also automatisch das Limit für den maximalen Schub hochgesetzt auf Go-Around, damit der maximale Schub gegeben werden kann. Links sehen wir schon mal ein paar Bäume. Aber die... Ja doch, jetzt sind noch die Papis sichtbar, aber das macht alles keinen Sinn. Und Approaching Minimums. Und jetzt ist die Minimums. Und go around. So, der go around tube wird gesetzt. Gear up. Und Flaps auf 15, wie wir es vorher besprochen haben. 400 Fuß erreichen wir mit Arm MINAF und LNAF, sodass er nicht nur dem vertikalen, sondern auch dem horizontalen Gleitpfad Pfad folgt. Verifizieren 5000 Fuß. Machen das Landing Gear in die Off-Position und fahren die Flaps vollständig ein. Dadurch, dass wir relativ leicht sind, erreicht er jetzt seinen Speed relativ schnell, sodass man die Flaps sehr schnell einfahren muss. Das sieht doch ganz gut aus. Wir folgen dem linearen Strich auf dem ND, also unserem Pfad. Das klappt alles super. Drehen dann links nach Charlie ab. Unsere Triebwerke laufen auf 92%. Climb Thrust, perfekt. Autobrake setzen wir erstmal wieder auf Off. Und wir können die Retractable Landing Lights einfahren. Die Engine Starter. Die Engine Start Switches lassen wir erstmal auf Continuous Ignition. Wegen des Nebels ist das sicherlich eine ganz gute Lösung. Und wir erreichen die 5000 Fuß. Und jetzt können wir schon mal die After Takeoff Checklist herbeikramen. Die werden wir gleich brauchen. So, perfekt. Wir erreichen 5000 Fuß, wie es im FMC drin ist für das Mist Approach. Und wir machen die After Takeoff. Engine Bleeds, die sind on. PEX Auto Landing Gear ist up and off und Flaps up, no light. Perfekt, somit ist die After Takeoff Checklist abgeschlossen. Und wir machen jetzt nochmal Charlie an erster Stelle. LNAP ist aktiviert und jetzt fliegen wir nach Charlie, drehen da gegebenenfalls Holding. Ja, und wenn es dann besser wird mit dem Wetter, würden wir einfach wieder landen oder einen zweiten Landeversuch starten
Und ja, wenn das nicht klappen sollte, dann würden wir einfach einen Ausweichflughafen anfliegen. Von Frankfurt wären Ausweichflughäfen Frankfurt-Hahn, Düsseldorf oder Köln. Und da ist das Wetter sicherlich besser. Tja, somit verabschiede ich mich mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und genau, schreibt in unser Forum, wenn ihr Fragen habt, forum.absinthechoice.de. Und ja, ich würde euch bitten, das Forum den Kommentaren oder den Facebook- oder YouTube-Nachrichten vorzuziehen. Und genau, wir werden so schnell wie möglich antworten. Wenn es Fragen oder Anregungen gibt, immer her damit. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.